Ja, hallo, hier ist wieder tuxoche.de. Ich möchte euch heute einmal eine Alternative aufzeigen, wie man eine an sich nicht WLAN-fähige Kamera, in diesem Falle eine Canon 7D, WLAN-fähig macht. Man muss dazu allerdings zwei Android-fähige Tablets oder Handys besitzen. Und beide Geräte als weitere Voraussetzung müssen Wi-Fi direkt können. Ich versuche das jetzt hier einmal, indem ich hier in das entsprechende Modul reingehe, gehe auf Wi-Fi direkt und lasse ihn nach entsprechenden Geräten scannen. So, ihr seht also jetzt hier, er hat mein Tablet gesucht und gefunden über Wi-Fi direkt. Ich tippe das jetzt hier mal an und dann wird er sich verbinden. Was er jetzt nicht sehen kann, ich muss die Verbindung auf dem Tablet akzeptieren. Wenn die akzeptiert ist, erfolgt der Verbindungsaufbau und ihr seht jetzt, dass die Verbindung steht. Jetzt gehe ich mal hier wieder heraus. So. Stöpsle mal die Kamera an. So, jetzt kommt natürlich der entsprechende Pop-up für DSR-Controller. Das bestätigen wir auch. So, er zeigt mir jetzt wie gewohnt das entsprechende Live-View-Bild. Jetzt gehe ich hier in die Einstellungen herein und gehe auf Wi-Fi Passu. Der ist jetzt schon soweit fertig. Das Handy, in dem Fall ein S3, bleibt mit der Kamera über ein entsprechendes Kabel verbunden. Und ich nehme mir jetzt hier das entsprechende Tablet. So, die entsprechende direkte Wi-Fi-Verbindung ist aufgebaut. Wie gesagt, das S3-Handy hängt per Kabel an der 7D. Ich starte jetzt hier DSLR-Controller und schon habe ich über Wi-Fi direkt drahtlos eine Verbindung zu meiner 7D hergestellt und kann hier auch sämtliche Werte kontrollieren. Ich habe jetzt noch nicht getestet, bis zu welchem maximalen Abstand diese Geschichte funktioniert. Aber als Alternative, wenn man vielleicht sowieso über zwei entsprechende Geräte verfügt, ist es sicherlich allemal. Das war's von mir. Wenn euch der kleine Beitrag gefallen hat, dann hinterlasst mir doch eure Kommentare, Anregungen und gerne auch eure Fragen. Ciao, Tuxoche.